Grüß Gott und wieder ganz herzlich willkommen bei Flott TV, bei dem bunten Kulturschaufenster aus der Heimat für die Heimat, heute mit folgenden Themen. Erstens, weltweit erstes Legoland-Feriendorf in Günzburg eröffnet. Zweitens, Pressekonferenz der vierten süddeutschen Karl-May-Festspiele im Tal des Todes in der Western City bei Dasingkreis Eichach-Friedberg. Drittens, kurz beleuchtet, kurz gefasst. Farbe, Pinsel, Augenmaß, Malerarbeiten in schwäbischen Dörfern, Trachtenausstellung in Merdingen und Ausstellung Technik im Haushalt gestern und heute. Viertens, Keltenfest bei Ichenhausen, Kreis Günzburg mit Eröffnung eines kleinen Keltenmuseums mit Keltenbier und Keltengerichten. Und fünftens, sechstes Fest der Kulturen in Leipheim, Kreis Günzburg. Gute Unterhaltung mit edlen Bieren wünscht die Schlossbrauerei Autenried, dem Guten verpflichtet seit 1650. Der Freizeitpark Legoland Deutschland hat in Günzburg sein weltweit erstes Feriendorf errichtet. Familienministerin Christa Stevens hat es offiziell eröffnet. Das Feriendorf wurde in einer Rekordzeit von 7 Monaten auf 8 Hektar angelegt. Es umfasst 45 schmucke Ferienhäuser und einen Campingplatz mit 200 Stellplätzen und 7 Ritterzelten. Die offizielle Eröffnung wurde mediengerecht spektakulär inszeniert. So hatte man Fallschirmspringer ebenso aufgeboten wie einen Formel-1-Rennfahrer à la Michael Schumacher auf einem Minirenner. Sie alle überbrachten kleine Wimpel als Symbole der 4 Legoland-Themenbereiche: Abenteuer, Piraten, Ritter und Rennfahrer. Zu einer offiziellen Feriendorf-Flagge vereinigt, wurde sie von Familienministerin Christa Stevens zusammen mit den beiden Legoland- und Merlin-Geschäftsführern Dr. André Metzger und Nick Varney zur Eröffnung auf dem Piratenschiff gehisst. Somit ist es vollbracht. Das Feriendorf Legoland Deutschland ist hiermit offiziell eröffnet. Wir danken natürlich ganz herzlich Frau Stevens, dass sie da tatkräftig zugepackt hat, die Fahne gehisst hat. Das an den 7 Jahre alten Freizeitpark Legoland angrenzende Feriendorf präsentiert sich idyllisch mit kleinem Badesee und Sandstrand sowie einem großen Terrassenrestaurant für 250 Personen. Im Gelände verteilt finden sich 5 Abenteuerspielplätze als Piratenschiffe, Burgen und Flugzeuge. Die 45 Häuschen haben 90 Familienzimmer für 4 und 6 Personen, mit insgesamt 396 Betten. Behindertengerecht ausgestattet. Das bedeutet, dass sie eine Rampe haben, dass man es mit dem Rollstuhl. Mit den unterschiedlichen Themen in den einzelnen Häusern, egal ob das jetzt die Seeräuber sind, ob das der Raumfahrer ist, ob das die Prinzessin ist, ist es hier ganz wichtig, dass Kinder auch dann in unterschiedliche Rollen spielen können, je nach Geschmack der einzelnen Kinder oder nach den Träumen der Kinder, dass sie Zeit verbringen können mit ihren Eltern. Und ich denke schon, dass das ein guter Erfolg werden wird. Bis bald im Legoland Deutschland, dem Land für kleine und große Helden. Die süddeutschen Karl-May-Festspiele in der Western City Dasing bei Augsburg waren in den ersten 3 Jahren außerordentlich erfolgreich und wurden zu einem weiteren Glanzpunkt im Wittelsbacher Land. Grund genug, diesen guten Ruf fortzusetzen und zu festigen mit einer 4. Auflage unter dem Titel Im Tal des Todes. Hierzu fand kürzlich eine Pressekonferenz statt. Fred Reis Westernstadt gleich neben der A8 bei Dasing war wieder Magnet für Journalisten aus nah und fern, um die aktuellen Infos zu ergattern. Die Resonanz beweist auch in diesem Jahr, dass der Trend anhalten wird. Die süddeutschen Karl-May-Festspiele sind als Touristenattraktion ersten Ranges, somit zur festen Institution im süddeutschen Raum geworden. Karl-May hat einen besonderen Stellenwert bei mir und ich freue mich jedes Jahr wieder. Und besonders hier jetzt, wenn ich am Wochenende über die Autobahn hierher donnere und dann spielen darf. Vielen Dank. Schon zum festen Stab gehört Fernseh- und Filmstar Horst Jansson, heuer als Old Firehand. Dankeschön. Der österreichische Regisseur Peter Görlach verkörpert wieder einen Indianerhäuptling in tragender Rolle. Und Hausherr Fred Rey stellte unter den bekannten Ensemblemitgliedern 2 neue Jungdarsteller vor.
den 12-jährigen Patrick Beindl Fröbe, Enkel des berühmten Star-Mimen Gerd Fröbe und die 12-jährige Augsburgerin Zoe Howard. Sie hat bereits eine Fernsehrolle in der ZDF-Vorabendserie Samt und Seide absolviert. Neu dabei auch TV-Mime Alexander Korda, bekannt aus vielen Hauptrollen wie Lindenstraße, Derrick und Marienhof. Vor 35 Jahren in der Fernsehserie Stadt ohne Sheriff in 13 Folgen, damals gab mit dem lieben Papa, der auch. Neben Old Firehand ist Winnetou der Star von Western City. Der Augsburger Matthias M. gilt als treffende Entdeckung mit hoher Überzeugungskraft. Sie wollen noch immer nicht das Geheimnis lüften, wie Sie mit vollen Namen heißen? Nein. Bleibt auch weiterhin mein Geheimnis. Und was treibt Sie dazu an? Es macht interessant, den Namen zu verheimlichen, gerade bei der Presse. Wieso ist die Tochter diesmal nicht dabei? Ja, die Tochter nicht. Es ist nicht immer eine Rolle dabei für die Tochter. Außerdem spielt die gerade in Düsseldorf. Die spielt in der Komödie in Düsseldorf schon seit anderthalb Monaten. Fred Rey ist als skrupelloser Senator Walker wieder der Bösewicht vom Dienst. Aus bekannten Gründen. Sie kommen ja wohl vom Bösewicht nicht los. Ja, ich würde ja immer furchtbar gerne die Rolle des jugendlichen Liebhabers spielen, aber die ist leider besetzt. So bleibt mir nur der Bösewicht. Aber ohne Spaß gesagt, es macht unheimlich Freude und Spaß, auch den Bösewicht zu spielen. Da kann man sich wirklich ganz, ganz ausleben. Und einer muss sich ja opfern. Auf der großen Freilichtbühne zeigten die Akteure bereitwilligst Kostproben ihrer Darstellungskunst und dazu gehörten selbstverständlich auch heftige Stunts. 75 Mitwirkende und 25 Pferde werden das spannungsgeladene Drama Im Tal des Todes, eines der buntesten Karl-May-Werke, in Szene setzen. Darin geht es auch darum, den Zuschauern ein Stück indianischer Lebensphilosophie zu vermitteln. Am 5. Juli startet das Spektakel mit jeweils 3 Wochenendvorstellungen bei jeder Witterung bis 21. September. Farbe, Pinsel, Augenmaß. Malerarbeiten in schwäbischen Dörfern heißt eine Ausstellung, die noch bis 12. Oktober im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld gezeigt wird. Am Beispiel des Malermeisters Adalbert Hösle aus Langenhaslach, Kreis Günzburg, ist anhand vieler Beispiele, angefangen von originaler Werkstatteinrichtung über Möbel, Bauern-, Lüftel- und Fassadenmalereien aus mehreren Landkreisen Bayerisch-Schwabens, das Schaffen eines typisch ländlichen Malergewerbes zu sehen. Schwäbische Trachten sind derzeit in einer Ausstellung in der Alten Schule beim Rathaus Mertingen, Kreis Donau-Ries zu sehen. Sie zeigen die Trachtenkultur von der Pfalzler Tracht im Rainer Winkel über die protestantische Tracht der Schwäbischen Alb bis zum Burgischgwand der Eichacher Gegend. Die Ausstellung der Gemeinde und der Museumsfreunde Mertingen in Zusammenarbeit mit der Trachtenkulturberatung des Bezirks Schwaben ist jeden ersten Sonntag im Monat noch bis September geöffnet. So geht's leichter. Technik im Haushalt heißt eine Ausstellung im Rieser Bauernmuseum Maihingen. Sie gibt einen Überblick über die Entwicklung des Durchschnittshaushaltes im Zuge der Technisierung seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre. Vor allem seine Elektrifizierung in den 50er und 60er Jahren steht im Mittelpunkt der Exponate. Auch die kulturellen Aspekte der Fortentwicklung sind veranschaulicht. So können in einer Mediathek zeitgenössische Lehrfilme und Werbespots abgerufen werden. Die Ausstellung endet am 9. November. Das bunte Kulturschaufenster von Flott TV in Günzburg berichtet aus der Heimat für die Heimat jeden letzten Samstag im Monat um 19.30 Uhr per Kabelkanal 9 und Sonntag 23.14 Uhr ebenfalls per Kabel und zeitgleich bei Lokalsat auf Astra Digital.
Vielerorts fühlt man sich dem Altertum verbunden, so auch der Förderverein für Kultur und Naherholung Ichenhausen und Umgebung im Kreis Günzburg. Hier ließ er in den letzten Monaten ein originalgetreues Keltengehöft entstehen. Inmitten landschaftlicher Einsamkeit zwischen Ichenhausen und Wettenhausen, unweit der Bundesstraße 16, wurde die originelle Behausung angesiedelt. Hier im sogenannten Vasenholz steht das kleine idyllische Keltenmuseum in Form eines nachgebauten keltischen Wohnhauses und eines Speichers auf Stelzen. Damit die vielen interessierten Besucher gleich bei der Eröffnung einen Eindruck vom Leben vor fast 3000 Jahren bekommen konnten, war vorübergehend eine stilecht kostümierte oberbayerische Keltenfamilie vom Stamm der Vindeliker einquartiert worden. Hält man den Bau auch für stil- und fachgerecht? Die Rekonstruktion, wie sie hier gemacht worden ist, ist also qualitativ sehr hochwertig, weil man keine modernen Werkzeugspuren sieht. Also es gibt viele Rekonstruktionen, da sind Kettensägenspuren oder sonstige Verarbeitungsspuren, aber das ist hier alles nicht der Fall. Also man sieht wirklich, das sieht aus, als wäre es handbearbeitet. Also sehr hochwertig, sehr qualitativ. Emsig waren die verschiedenen Aktivitäten der Keltendarsteller. Was machen Sie denn hier? Ich zupfe Wolle. Das ist, damit die etwas feiner wird, wie wir bereits hier im Korb haben. Die lässt sich dann leichter weiter spinnen oder je nachdem filzen, was man jetzt gerade herstellen möchte. Das Gärtchen vor dem Haus ist bepflanzt mit Gewächsen wie Getreide, Hülsenfrüchten sowie Heil- und Gewürzkräutern, womit schon die alten Kelten ihren Anbau kultivierten. Worin lag nun die Initiative des Vereins zu diesem originellen Projekt? Also es gibt in der Nähe keltische Grabhügel und eine Viereckschanze und das hat uns dann auf die Idee gebracht, das ein bisschen zu beleben und mit dieser Rekonstruktion und einen Keltenpfad ins Leben zu rufen, wo die Leute was erfahren können über unsere unmittelbare Vorfahren. Die Eröffnung des Keltengehöftes wurde von einem publikumsträchtigen Keltenfest umrahmt, bei dem eine heimische Brauerei erstmals Keltenbier, wie vor 2000 Jahren, braute und ausschenkte. Der Keltentrunk ist naturrein, ungefiltert und trotzdem wohlschmeckend. Seine dunkle Farbe hat er vom Röstmalzextrakt. Unter dem diesjährigen Motto Welten verbinden fand in Leipheim, Kreis Günzburg bereits das 6. Fest der Kulturen statt mit viel melodischer und farbenfroher Folklore. Dazu jetzt recht viel Vergnügen bei einigen Ausschnitten. Grüß Gott und auf Wiedersehen in 4 Wochen hier auf diesem Kanal. Die Diakonie im Büro Soziale Stadt Leipheim veranstaltete und Gruppen aus 12 Nationen gestalteten das bunte Programm dieses Multikulti-Festes für Augen, Ohren und Gaumen. Denn in ebenso vielen Marktständen wurde nationalspezifisch parliert, gekocht, gebraten und gebacken. So mancher Besucher fühlte sich dabei sicher auf einen neuen Geschmack gebracht. Bundestagsabgeordneter Dr. Georg Nüßlein übergab im Namen des Bundesfamilienministeriums ein offizielles Schild für das entstehende neue Mehrgenerationenhaus als Ersatz für das jetzige Provisorium. Darin zeigt eine kleine Ausstellung den Zweck, den Zusammenhalt und Austausch der verschiedenen Lebensalter in Deutschland zu fördern. Nicht als Wohnhaus, sondern Ort der Begegnung und Vernetzung soll es die Entlastung von Familien zum Ziel haben. Und das ist hier eine optimale Voraussetzung, weil wir in Leipheim in der sozialen Stadt schon ähnliche Projekte machen. Und wir können jetzt das nochmal stärker akzentuiert ausrichten auf das Thema Zusammenarbeit der Generationen, von der Hausaufgabenbetreuung bis zur Integration. Das ist etwas, was das Miteinander der Generationen viel besser leisten kann, als wenn man das außerhalb des ehrenamtlichen Bereichs hauptamtlich leisten würde. Draußen im Gelände und auf der Bühne setzte sich das bunte Treiben fort, mit einem Farbtupfer nach dem anderen. Nonstop wurde musiziert, getanzt und gesungen, in folkloristischer Kostümierung und mit viel Kind- und jugendlichem Eifer und Elan. Ich bin
Eine der teilnehmenden Gruppen war die Tanzkompanie aus Günzburg, unter anderem mit Dirty Dancing.